TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Hallo, ich bin Hanna. Herzlich willkommen bei TV Total. Heute mit Puppi und Manni Superbowl-Party. Der Mann in Berlin und vielen Eis am Herzen. Und hier ist der Arme von Puppi, Sebastian Puppa. Seid doch gut drauf. Das ist alles noch Super Bowl? Ist das so? Wer hat Super Bowl gesehen? Hand hoch, wer hat es gesehen? Live wirklich durch oder nachgeguckt? In der Nacht? Junge, 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 ich habe so viele Energy Drinks gesoffen. Mir tat nach anderthalb Stunden die Nieren weh. Du kannst es dir nicht glauben. Wirklich, es war so schlimm. Aber ich habe ihn gesehen. Was für ein Hammerspiel. Bis 11 Sekunden, ne? Vor Schluss war es wirklich spannend. Ja? Und dann konnten die Eagles leider nur noch Folgendes sagen: Es ist nicht Platz 1 geworden. Schade. Und damit bleiben wir direkt bei der Wahl in Berlin. Ich weiß nicht, in Berlin, da musste ja mal wieder neu gewählt werden, ne? Weil die hatten irgendwie Probleme bei der Stimmenauszählung und sie glauben nicht, was jetzt bei der Wiederholung schon wieder passiert ist. Naja, Briefwahlchaos in Berlin. Mittlerweile frage ich mich, können die nicht wählen oder wollen die nicht wählen? Was ist das? Was geht da vor? Ja? Gut, für die CDU egal, die CDU hat dieses Mal gewonnen, glaubt man. Und ja, die sind außer sich vor Freude. Da fehlten selbst dem Generalsekretär die Worte. Wie viel von dem ist das, was Sie mitverantworten, nämlich die Bundes-CDU mit Friedrich Merz? Ach, so ein Wahlabend ist immer auch ein Ergebnis einer gemeinsamen Zusammenarbeit. So, hier gibt es mehrere Sachen, die ich sehr, sehr schön finde. Erstmal, der Mann heißt Chaya. Also eigentlich ist er ja geübt im Umgang mit komplizierten Wörtern. Und worüber stolpert er? Gemeinsam. Gemeinsam schafft er die. Und ich hatte das Gefühl, das lag daran, dass er auf Friedrich Merz angesprochen wurde. Wie ist es denn so gemeinsam mit Friedrich Merz? Ich hatte kurz das Gefühl, wirkt er? Was ist los? So, das Wahlergebnis wird dementsprechend jetzt heiß diskutiert. Ne? Stimmt es nicht? Und so wird es auch bei der legendären Elefantenrunde diskutiert. Und da treffen ja die politischen Schwergewichte des Landes aufeinander. Hinterhergelaufen. Sie läuft mir am Flughafen hinterher. Die ganze Zeit, damit sie sagen kann. Schalt bitte ein, wer da war. Ich habe mit Kevon telefoniert und sie sagt, ich hätte sie bedroht. Was? Also, wir haben Bildmaterial. War das die Elefantenrunde? Ich habe die anders in Erinnerung. Das war natürlich Cosimo, ist mir sofort aufgefallen, weil der hat einfach immer gute Klamotten an. Ein blaues Lederhemd zum Beispiel mit einem Schulterholster. Vollkommen normal. Männer mit Schulterholstern sind mir immer suspekt. Wenn Schulterholster fürs Portemonnaie trägt, Abstand halten. Worauf bereitet er sich vor? Ein Duell am Kassenschalter? Was wird passieren? Ich weiß es nicht. Was für ein spannendes Leben. So, wir lassen die Stars aber einfach streiten. Die machen ja eh nur Show. Das echte Leben, das gibt's ja nur in der Kneipe. Das wissen wir hier in Köln, ne? An der Theke. Da wird alles auf den Punkt gebracht. War es denn dieses Jahr schwieriger als sonst, jetzt bei der Wahlwiederholung eine Wahlentscheidung zu treffen? Ich habe ja Briefwahl gemacht. Deshalb war für mich keine Entscheidung. War das denn für dich das wichtigste Thema hier in Berlin? Die Wahl, ja. Nein, das Thema. Welches Thema jetzt?
Und das kennen wir doch, Wolfgang, oder? Das war original wie in der Schule damals. Ich kann das so nachvollziehen. Was? Welches Thema? Welches Thema jetzt? Worauf wird denn gerade angesprochen? Kennt man auch aus den Meetings, ne? Wenn du auf einmal angesprochen wirst und du hast nicht damit gerechnet. Was? Wie? Ich bin dafür. Naja. Und am Rande der ganzen Wahlgeschichte, es wäre fast nicht aufgefallen, es gab einen gigantischen Skandal. Und der wird, glaube ich, gerade etwas unter den Teppich gekehrt. Und zwar, es gab Schleichwerbung bei den Öffentlich-Rechtlichen. Jetzt ist die Frage, was macht man damit? Und die wird sie den Abend hier noch beschäftigen, die Linken. Also heißt es hier im Böcklerpark so lange abwarten und Clubmate trinken. Dieser Ausschnitt wurde Ihnen präsentiert von Clubmate, dem Berlin unter den Getränken. Was geht denn da ab? Also vor allem ZDF, das ist ja richtig hip. Clubmate. Aber beim ZDF hätte ich ja eher so auf Granu Fink getippt. Klosterfrau Melissengeist, ja, oder für die Jüngeren Prosta Gutforte. Ich weiß es nicht. Mate-Tee. Wer weitere Infos zu dem Skandal hat, findet übrigens unter dem Hashtag Mategate noch weitere Informationen. Oder Sie können da auch was posten. Bitte helfen Sie uns. Riesenskandal. Wir müssen da dranbleiben. Das ist ja kein Skandal. Das ist ja eher was, worauf ich mich freue. Und zwar Karneval. Es ist wieder Karneval. Ja, jetzt beginnt die heiße Phase. Da werden die Kostümkartons durchwühlt. Was zieht man an, als was geht man? Und ich freue mich jedes Mal wieder über Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, weil der, ich finde, der hat immer die besten Verkleidungen. Moses? Echt jetzt? Mein erster Gedanke war ja, was macht Papa Schlumpf mit seinem Schlumpf da? Nee, der heißt Vater Abraham, ne? Mit seinem Schlumpf. Auf jeden Fall, er ist da herumgeschlumpft. Wobei ich Markus Söder als Moses sehr, sehr passend finde. Moses irrte ja 40 Jahre lang durch die Wüste. Das entspricht ungefähr dem Kurs der CSU. Man nennt mich auch den Guido Kanz von ProSieben hier. Ja. Und Moses Söder teilte ja nicht nur die Bundesrepublik in Deutschland und Bayern, nein, er brachte uns auch die 10 bayerischen Gebote. Und hier sind die Top 5 der 10 bayerischen Gebote. Die Top 5 der besten 10 bayerischen Gebote. Auf Platz 3, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deine Nächsten. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Auf Platz 2, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und ich weiß, was es bedeutet, Mutter von 3 kleinen Kindern zu sein. Auf Platz 1, du sollst nicht kiffen. Na, da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Unser Herr Söder. Dr. Söder. Dr. Söder. Und lieber Markus, falls du jetzt schon nach einem Kostüm fürs nächste Jahr suchen solltest, ich habe da eine Idee. Und zwar Sam Smith, der war bei den Brit Awards und der hatte ein ganz, ganz besonderes Kostüm an. Bei den Brit Awards nämlich, da ist er jetzt so aufgetreten. Guckt euch das an. Also ich frage mich die ganze Zeit, wie läuft man da hin? So. Klar fragt man sich als erstes, wie gehst du damit aufs Klo? Ja? Dann habe ich mich gefragt, was ist es? Was ist es? Wovon hat er sich inspirieren lassen? Von der Peak-Karte? Was soll das sein? Ich meine, der kann froh sein, dass er auf dem roten Teppich war. Ja? Wäre der in der Luft, hätten die Amis ihn sofort als Spionageballon abgeschossen. Das könnte auch, ich meine, ja, ist das ein aufblasbarer Anker? Was ist es? Was ist es? Es könnte auch das Röntgenbild von einer Raucherlunge sein. Also, und hier bei den Beinen empfehle ich unbedingt eine Lymphdrainage. Da musst du ja ein Auge drauf haben. Wobei die Hose, die finde ich jetzt für Karneval ganz geil. Das ist ja wie so zwei Sattel. Da können noch Leute zwischendurch Platz nehmen. Ne? Kann ich mal kurz, mir geht's nicht so gut. Dann sitzen die da so an seinem Bein. Das finde ich gut. Muss ich mir merken. Ja.